Ja, grüß euch. Heute aus dem Kraftwerkstandort Lauswart. Da haben die Stadtwerke Düsseldorf was richtig Tolles gemacht, nämlich eine richtig tolle Gas- und Dampfturbinenanlage installiert. Was ist das denn jetzt, Gas- und Dampfturbine? Ja, da wird aus Erdgas Strom produziert, aber der Dampf, der hinten rauskommt aus der Anlage, das Abgas wird nochmal verwendet und nochmal verwendet, sodass wir eine gute Möglichkeit haben, sehr effizient zu arbeiten. 62% elektrische Auskopplung und nahezu 85% Gesamtauskopplung. Echt weltmeisterlich. Ja, so wie die Fortuna halt auch ist. Okay, meistens jedenfalls. Das hat die Stadtwerke Düsseldorf 500 Millionen Euro gekostet. Eine gute Anbindung an das Wärmenetz und an das Stromnetz. Das ist eine gute, nachhaltige Story. Denn das ist das, was Düsseldorf braucht. Wir wollen gute, nachhaltige Energien haben. Und hier an diesem Standort werden sie produziert. In der folgenden Art und Weise. Und übrigens, architektonisch ist das Gebäude auch herausragend. Das Stadtfenster, was wir gesehen haben, zeigt auf, wie die Achse ist nach Düsseldorf hinein. Wunderbar zu sehen. Ihr werdet das im Video sicherlich auch bestaunen können. Das war die letzte Station meiner Sommerreise. Wir haben vieles gesehen. Viele, viele technische, geheime und unbekannte Räumlichkeiten. Aber auch Neues, was in dieser Stadt entstanden ist. Alle diejenigen, die nicht dabei sein konnten, denen sage ich, seid nicht unglücklich, meldet euch einfach an für die nächste Tour, die im nächsten Sommer mit Sicherheit wieder stattfinden wird. Ich freue mich, euch wiederzusehen, euch erstmalig zu sehen, mit euch in den Dialog zu kommen. Das ist es, wofür ich da bin. Ich möchte Politik erklären, möchte zeigen, was Düsseldorf ausmacht und wo wir uns gegenseitig helfen können. Also in diesem Sinne, schönen Herbst und allerspätestens bis nächsten Sommer. Tschüss.